Die Bilder von Sandra Ackermann sind derart konzipiert, dass sie die Anspannung zwischen Schmerz und Poesie aushalten. Die Widersprüche werden nicht aufgelöst, weil sie das Eigenleben der Figuren erst möglich machen. Ihre Malerei ist abgrundtief ambivalent. Sie ist schön und hässlich, zeitlos irdisch, zart, zerbrechlich, unerbittlich. Sie ist kalt und voll innerlich strömender Musik. Sie träumt auf dem harten Boden der Realität von einer anderen, vielleicht ja besseren Welt. Bilder sind sehr viel dominanter, die werden lieber angeschaut, die sind leichter zugänglich und wahrscheinlich besser abzubilden und die Zeichnungen tun sich da schwerer in der Wahrnehmung, würde ich einfach sagen. Aber Zeichnungen stehen oft Ölmalereien hinterher, weil sie stiller sind und so sind meine Zeichnungen auch stiller, würde ich sagen, aber genauso Teil von dem, was ich sehe um mich rum und verarbeite, wie diese Ölmalereien. Für mich ist das relativ gleichwertig, aber die Betrachter nehmen das oft unterschiedlich gewichtig wahr, weil die Malereien viel stärker erscheinen.